Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schlagkommentar auf diesem Kanal. Ich bin Simon Oka und ich habe heute einen Duel-Schlagkommentar mit dem Kontext. Ja, heute duelliert sich der Legacy gegen den Ultimate Gamer 24 auf der Karte Grubeschlucht. Und ja, die haben beides Lehne, also es ist ein klassisches Gefecht. Der Legacy hat den Clan Yuzugi und der Ultimate Gamer hat den Clan Date, das ist eine Shogun 2, also ein Shogun 2 Clan, und ja, genau. Ich freue mich über dieses Gefecht. Ja, ich mich auch, es wird auf jeden Fall spannend, denn beide haben nicht so alt die als so eine dolle, hohe Erfahrung. Und ja, mal gucken, ob jetzt Ultimate Gamer auch die den Vorteil seines Clans, die Nodachi Samurai, ausnutzen wird und der Legacy seine Kriegermönche. Also ja. Legacy gehe ich da schon von aus, denn er hat das ja auch in der letzten Armee auch. Und auf jeden Fall spannend. Ja, also Bentor, Ultimate Game habe ich noch nie spielen sehen. Also. Nee, ich auch selten. Ich hatte mal gestern gegen ihn ein paar Gefechte gemacht, aber. Ja, okay, bei mir steht jetzt noch warten. Noch auf irgendwie müssen wir jetzt noch warten. Ja. Und es müsste gleich losgehen. Und wir gucken aus der Sicht von dem Legacy zu. Und ja, ich stelle jetzt erstmal die die Armee von Legacy vor und dann der Kontext wird dann die Armee von dem Ultimate Gamer vorstellen. Ja, wie wir aber auf jeden Fall schon mal sehen, ist das hier eine Nachtschlacht. Auch sehr schön mit der Sonne da hinten. Das ist ein Screenshot wert. Okay, und dann fangen wir auch mal an. Also, der Legacy ist natürlich bekannt für seine große Garde, der dann immer große Garde dabei hat er hier dabei. Übrigens, Einheitengröße ist hier auf Ultra gestellt, damit es hier auch ordentlich zum Gemetzel kommt. Blood and Gore DLC habe ich auch drin natürlich. Und ja, große Garde unerfahren hier schon mal. Ups, das hat er die weggestellt. Dann hier, Lundenschloss Samurai, zweimal. Dahinter, zweimal Kriegermönche der Yuzugi. Dahinter, Katana Samurai. Bogenkriegermönche der Yuzugi, dreimal. Feuerraketen, zweimal. Der stellt die ganze Zeit hier seine Armee so komisch um. Und hatte er dort nochmal Katana Samurai. Also, ich würde sagen, die Armee wäre besser gewesen gegen den Kontext. Also, er hat vielleicht aus seinen Fehlern gelernt. Obwohl es bei einer Shogun 2 Armee jetzt gar nicht so nötig gewesen wäre, so eine Masse-Sache mal zu nehmen. Aber gegen eine volle Samurai-Armee wäre das auf jeden Fall schon mal sehr gut gewesen. Also kann man sich schon mal merken, die Armee kommt natürlich darauf an, wie er die einsetzen wird. Aber die Armee an sich, auch wie er die bis jetzt ausstellt, ist eigentlich schon mal sehr gut. Muss halt das Beste draus machen. Die Lundenschlösser müsste jetzt noch länger ziehen, damit die höhere Salven haben und auch reihenweise Feuern aktivieren. Ja, ich bin jetzt gespannt, was für eine Armee der Ultimate Gamer hat. Und ja, dann da gucken wir mal direkt. Genau. Also Ultimate Gamer hat hier einmal Nodachi Samurai, dann hier Feuerraketen, Nodachi Samurai, Yari Kavallerie hat er. Kannst du das sehen? Eine, und die sind alle Stufe 2 und die anderen sind dann noch verdeckt im Wald. Ja, verdeckt im Wald, und dann hier hat er, ja. Der Rest ist verdeckt, also er nutzt das aus, dass er da schon Wald hat, damit der Legacy seine Einheiten nicht so gut sieht. Also, ja, gut. Genau, und auch die Nodachis sind natürlich auch vorhanden. Ja. Wäre natürlich jetzt schlimm gewesen, wenn er die nicht dabei gehabt hätte, denn das ist halt der Vorteil bei den Date. Die haben halt verbesserte Nodachi, so wie die zum Beispiel die Oda haben ja verbesserte Ashigaru-Einheiten. Und ja, wir sehen es jetzt schon, also der Legacy spielt sehr offen mit seiner Armee, er bewegt sich sofort vor. Wir sehen das jetzt hier auch, sieht er, wie er sich bewegt, die eine in Pfeilformation, die eine große Garde. Und der Ultimate Gamer spielt eigentlich relativ defensiv, jetzt kommt auch mehr aus dem Wald raus, aber er hätte auf jeden Fall noch mehr Sperreinheiten mitnehmen müssen, denn die Nodachis können leider nicht so viel reißen gegen die Kavallerie, obwohl es ja echt damals anders war. Die großen Schwerter waren ja eigentlich dafür gedacht, sowohl gut gegen Infanterie zu sein, als auch gegen Kavallerie. Ja, was wolltest du eben? Ich glaube, er wird sich jetzt auf dem Berg verkämpfen, so wie es gerade aussieht. Mhm, und mir fällt auch auf, er hat nur zwei Feuerraketen, sonst hat er eigentlich gar keine Fernkämpfer. Ne, außer die jetzt, genau. Und also ist eigentlich schon mal gut, dass er nur Dachis mit hat, die auch gar nicht mal so schlecht sind. Wir sehen das jetzt hier, Nahkampfangriff 18, Moral 11, Angriffsbonus 32, also ist schon echt überwältigend, so welche Werte, obwohl dafür, dass die gerade mal Stufe 2 sind. Ja, und wie stellt er sich da jetzt hin? Das ist ziemlich komisch, da kann jetzt der Legacy wunderbar flankieren.
kann er, ja. Auch, können die Nodachi auch Fernkampf machen oder warum hat er keine mit? Nee, das sind Schwerteinheiten. Ach so. Komisch, ja. Ja, ich also. Ich glaube, es wird ein leichtes Spiel für Legacy. Ja, auf jeden Fall. Mit der Kavallerie wird einmal hier hinten rum, das seht ihr jetzt hier über den Wald, in die Flanke reingehen. Oder noch eine dort, um halt ihn zu verwirren. Und er stellt sich auch sehr komisch auf jetzt gerade, muss ich mal sagen. Ja. Die ersten Feuerraketen schießen dort hinten jetzt schon auf die Nodachis. Der eine hat gesessen hier, haben wir es auch gesehen. Immerhin 7 Mann schon gekillt, eine Rakete schon relativ gut. Und oh, jetzt schießt er hinten insgesamt, glaube ich, 58 Feuerraketen. Boah. Das war laut. Ich mache mal ein bisschen die Zaun zweimal gerade mal runter. Oh ja, der Master muss runter. Machen wir so hier. Das war eben richtig laut. Ja. Schießt noch eine Feuerrakete hinterher, trifft, glaube ich. Jo, hat da nochmal getroffen. Also ist schon, ja, also der hätte lieber unerfahrene Nodachis mitnehmen müssen. Also ich kann das mal kurz im Kopf ausrechnen. Rede du mal so lange weiter. Ah, also bei Ben Torben ist halt der Ultimate Gamer. Ultimate Gamer ist halt der große Fehler, halt keine keine Fernkämpfer. Also hätte er dann doch lieber ein, zwei Nodachis weniger nehmen müssen, genau. Um dafür Bogen oder Lundenschloss Asigaro auf jeden Fall mitzunehmen, weil wenn jetzt der Legacy einmal kommt mit seinen Nahkämpfern und hinten rein halt seine Bogenschützen stellt, hat er halt nichts zum, sag ich jetzt mal, ja, er kann ihn sozusagen zum Angriff herausfordern und das ist jetzt eigentlich sehr schlau gemacht und sehr dumm vom Legacy, denn der kommt die Kavallerie einfach an und kann die Feuerraketen wegreißen. Oh, die Salve hat aber noch gesessen. Also, das war eben verheerend, was wir da dort gesehen haben. Also, das, naja, okay, im Endeffekt hat jetzt eigentlich der Ultimate Gamer mehr Verluste. Obwohl, er kann da noch vielleicht was reißen. Er müsste jetzt, hat er noch Kavallerie? Nee. Und übrigens, ich habe eben ausgerechnet, 500 Kuku wären das gewesen. Und dann hätte er noch einen Odachi mit wegnehmen müssen. Dann hätte er insgesamt schon 1350 Kuku gehabt. Und da hätte er sich nochmal locker 2 Bogeneinheiten und 1 Yari Ashigaru von holen können. Und das hätte ihm mehr Vorteile hier in dieser Schlacht auf jeden Fall gebracht. Und ja, er macht auch ein bisschen eine komische Taktik. Also er schickt hier, wie wir es jetzt sehen, alles einzeln rein. Die Kavallerie zieht er jetzt zurück, obwohl die eigentlich jetzt nur noch in den Nahkampf gehen sollte. Aber jetzt ist sie auch weg. Ja, Feuerraketen schießen hier nochmal. Treffen, glaube ich, nicht so gut. Nee, gar nicht. Nee, wegen bergab, genauso wie man berghoch auch meistens nicht trifft. Also jetzt in der Lage, bergab trifft man sonst eigentlich gut. Oh, die Feuerrakete hat dort eben reingerissen. Ja. Das haben wir gesehen. Aber er, seine Formation ist auch irgendwie, wenn ich das jetzt so sagen darf, voll für den Arsch. Weil so stellt man sie nicht hin. Ja, er sollte vor allen Dingen jetzt in Angriff gehen, wegen dem Angriffsbonus auch. Und das macht er jetzt ein bisschen zu spät erst. Ja. Ich glaube, er sollte mal die ganzen Einheiten zusammenziehen und zusammen. Ja, ich werde da jetzt, meine Feuerraketen rausziehen, alles andere raufjagen, außer den General. Ja. Und, ja, weil das ist jetzt schon schlimm, wenn da so ein paar Kavallerieeinheiten die Rest der Armee down machen. Und eigentlich müsste jetzt auch der Legacy seine Hauptstreitmacht hier hinten mal fortbewegen. Ja. Denn dann hat er jetzt vorhin diesen Bewegungsvorteil sozusagen. Und seine Einfeuerraketen können auch mal langsam schießen. Oh ja, der lädt hier auch, laden hier auch schon nach. Sind alle voller Blut. Naja. Okay. Also da oben sieht es schon relativ komisch aus. Also er zieht da jetzt auch Truppen ab und wieder hin. Also es ist fraglich, was da dort passiert. Er macht jetzt nochmal diesen neuen Ausschwung hier, aber das bringt glaube ich auch nicht mal allzu viel jetzt. Kavallerie ist zwar weg, aber die hat trotzdem schon gut Schaden angerichtet hier bei dem Ultimate Gamers Armee. Ja. Und ja. Auf jeden Fall. Und was mir auch bei Legacy's Armee auffällt, auch immer wieder nur Unerfahrene, also dass er halt mehr Einheiten mitnehmen kann. Ja. Und was sehen wir denn jetzt hier? Die, hier Kishunin, ja? Zweimal Stufe 2, wo bewegt er denn die hin? Also ich hätte ja von der Seite reingeschickt, anstatt ich die jetzt da ins nächste marschieren lassen würde. Ja. Und ja, also jetzt will, glaube ich, der Ultimate Gamer wieder mit seinen Feuerraketen in den Kampf. Und ja, also die Kavallerie ist jetzt auch down, aber hat trotzdem schon sehr gute Verluste angerichtet. 162 ist schon eigentlich relativ gut für so eine Kavallerie. Die andere hat auch nochmal so um die 80, würde ich mal schätzen. Oder 80, irgendwie 60, so um den Dreh so Verluste gemacht. Und das ist schon gut. Also die Kishuninja, waren die vom Ultimate Gamer? Ja. Auf jeden Fall. Die konnte er viel weiter zum Legacy nach vorne stellen. Also die haben, ja, er hätte
praktisch neben den Spawnpunkt von den Einheiten stellen. Die hatte ich auch letztes Game und da kannst du einfach mal von hinten reinkommen und ein paar Einheiten umhauen. Also das wäre kein Problem gewesen, aber... Ja, und vor allen Dingen auch jetzt in der Mitte, er hatte die ja dort im Wald stehen, er hätte jetzt auch einfach mit seiner Hauptstreitmacht angreifen können und so wie ich Legacy kenne, wäre er dann erstmal ein bisschen verharrt drauf gewesen und er hätte dann einfach seine Keys schon in die Seite reinziehen können, da hätte auch ich persönlich nicht mit gerechnet und jetzt erstmal so ein Feuerraketenfight Also da kassieren wirklich alle Seiten, obwohl der Ultimate Gamer fliehen jetzt, genau. Ich hab so ein bisschen mit. Ich muss mir den Namen mal merken, glaube ich. Ja. Naja, ist auch nicht schlimm jetzt wahrscheinlich. Ja. Gut. Okay. Ja, also irgendwie ist das jetzt hier im Feuerraketenfight. Ich schreib mal jetzt kurz in Legacy was. Greif mal an. Da. Gut. Das läuft nämlich gar nichts, weil jetzt die ganze Zeit Feuerraketen jetzt zu kommentieren macht auch nicht so allzu großen Spaß und er soll jetzt wenigstens seine Armee mal fortbewegen. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass dort der Ultimate Gamer noch Kishun in den Wald hat. Und ja, hat der General eigentlich einen Bogen? Nee, hat er nicht. Aber dann hätte er den nämlich mit die Feuerraketen ausschalten können. Aber die Einheiten gucken auch in die falsche Richtung. Wäre jetzt perfekt für den Legacy dort anzugreifen. Und ich kann es ja auch nochmal sagen, also der, bis er angreift, damit er im Wasser ist. Oh, nee. Er ist übrigens auch neu, also der Ultimate Gamer soll nicht wundern. Der spielt eigentlich hauptsächlich FIFA und so, also ist das, ja, kein Wunder, dass er jetzt hier gerade so spielt. Und ja... Vor allem hier ist gar nicht so viel Wasser, nur dort und dort und da kann einfach durchgehen. Und also er muss jetzt auf jeden Fall den Angriffsbonus von den Nodachis benutzen und so wie hier die Gewehre stehen, er könnte das eigentlich machen. Er hätte zwar ein paar Verluste, aber auch nicht allzu viele. Also Legacy's Hauptarmee würde ich jetzt reinziehen mal, weil ja, er kann ganz einfach mit seinem Bogen attacken, also angreifen und genau. Ja, genau. Und es wäre auch gar nicht jetzt so ein... Also es ist zwar nicht leicht jetzt für den Ultimate Gamer, wenn Legacy dort hinten jetzt rumsteht, aber er könnte auch einfach wieder sehen, dass ein Bogenschütze und wenn ein Nodachi-Einheit auf dem Bogenschützen zuläuft, dann ist natürlich der Nodachi klar im Vorteil und davon abgesehen sind, dass sie auch Bogen-Ashigaru und nicht alles Bogenkriegermönche, also nicht viermal Bogenkriegermönche, sondern nur zweimal und einmal Bogen-Ashigaru. Deswegen wäre das gar nicht mal so ein schweres Spiel auf dieser Seite hier. Nur das einzige Hindernis, was vielleicht wäre, wäre dieser Hügel hier, dass er dann eigentlich hier rumgehen muss von der Seite, aber sonst wird das gehen. Was machen die denn da? Keiner bewegt sich irgendwie. Ich schreibe das auch mal zu Ultimate Gamer. Ja, mache ich eben. Ich habe den gar nicht in der Liste, den Typen. Ich habe jetzt geschrieben, greif an. Ah, da hinten sind nochmal Kishunin. Ja, der hatte dort nochmal Kishunin in der Stufe 2. Also auf beiden Seiten einer also strategisch sehr schlau, aber falsch eingesetzt. Vollkommen falsch eingesetzt. Also, man könnte schon bald sagen, schlechter hätte man die jetzt nicht einsetzen können, auch wenn es sich jetzt hart anhört. Aber es ist halt so, weil Kishunin ja sind halt dafür gefährlich, dass sie halt ihren ihren Überraschungsbonus haben. Und das haben die, haben sie in dieser Schlacht auf keinen Fall. Und jetzt Ben Torben schickt jetzt einzeln Ultimate auf, Gamer. Ultimate Gamer schickt jetzt einzeln drauf, also das ist nicht schlau. Nee, genau. Das ist da haben die Einheiten ein leichtes Spiel. Jetzt zieht er seiner restlichen Truppen nach, aber die nur. Also das regt mir jetzt schon ein bisschen so innerlich auf mit den Kishun-Indianern. Die hätte er nämlich wunderbar mit denen flankieren können. Dass wir dann hätte auf jeden Fall, also dann nehme ich das auch zurück mit den keinen Bogen, weil bei der Armee ist das auch ist dann auch muss kein Bogen vorhanden sein, weil sozusagen die Bogenrolle übernimmt nimmt dann die Kishunin ja durch ihren Bonus halt, wie sie die flankieren halt auch mit ihren Bomben und so. Ich lasse sie allgemein immer nur eine Bombe werfen dann aber im Nahkampf. Spätestens dann kriegt das mit. Und ja, das meinte ich ja halt, Legacy kämpft sich hier ganz schön jetzt einen in der Mitte ab, obwohl der Ultimate Gamer auch nicht viel weiter vorgegangen ist. Aber ja, jetzt gehen die auch in Nahkampf, haben schon starke Verluste. Den Angriffsbonus konnten die fast gar nicht ausnutzen in dieser Schlacht hier. Nee. Zumindest jetzt in dieser Situation. Und
Oder blutet ganz schön aus. Hat doch gar nichts gebracht, da mit einer Armee reinzugehen gegen so viele. Na, diese eine Einheit, genau. Die einfach abgefangen werden können von den Lundenschloss-Samurai und von den Bogenschützen, das ist... Nicht schön, nicht schön. Also... Er ist zwar noch neuer, das wird sich aber auch noch ändern. Er wird das, wenn er spätestens das Video hier gesehen hat, wird er dann sagen, jo, da greife ich dann mit meiner ganzen Armee auf einmal an. Ja. Oh, Alter, der wird durchpflückt. So viele Pfeile. Naja. Okay, also die Kishinen, der kommt jetzt auch gleich von da oben. Er müsste am besten, hätte er die dort stehen lassen müssen. Eigentlich die Taktik kann ich mir mal merken, weil ich spiele nicht so oft mit Kishinen, Jan. Du hättest er dort stehen lassen können, hätte er dann auch verdeckt machen können, hätte er hinlaufen lassen können. Und hätte er dann einfach Blendgranaten machen können. Können. Weil dann wären die geblendet gewesen. Ja. Also er muss sie dann langsam auch reinziehen, wenn er jetzt mit seinem... Ja, er muss auch alles auf einmal, er darf jetzt da gar nicht rumstehen. Das gefundenes Fressen, wenn man so sagen kann, für die Feuerraketen. Vor allem, wie die auch stehen, auch wenn die in lockerer Formation sind. Trotzdem treffen die hier auch mal eben 6 Mann, wie wir dort eben gesehen haben. Und das ist schon brutal für so eine Einheit. Also jetzt pro Rakete. General müsste auch jetzt gleich langsam auch mal mit nach vorne gezogen können, damit er den Bonus gibt. Und er hat auch die Einheit, also ein General auf Stufe 3 verbessert. Ist das überhaupt der historische General? Ja, es Date Masamune. Ist der historische General, doch trotzdem finde ich das gut, dass er seine Einheiten verbessert. Nur halt an der Taktik war das ein bisschen komisch. Hätte er sehr schön anstellen können eigentlich. Ja. Und ja, also man merkt jetzt schon deutlich, wie viel wert die Feuerraketen dem Legacy sind. Also wie er mit den spielt, so also nicht übervorsichtig, aber trotzdem passt er da ganz schön drauf auf. Und die Bögen machen ja gar nicht mal so viel Verluste. Hat er nicht hier seine Einheit verbessert? Ja, nur seine Feuerraketen. Also die beiden setzen schon einiges auf ihre Artillerie. Glücklicherweise hat der, also das war bis jetzt ein schlauer Zug von dem Ultimate Gamer, dass er dort mit der Cavalry die Feuerraketen down gemacht hat, aber er hätte sich dann auch entweder neu wechseln müssen mit der Cavalry oder dann weiter durch und nicht dort oben, da hätte stehen bleiben müssen. Ja. Und ja, also hier fliehen jetzt auch schon bald trotzdem schon die Einheiten von Legacy. Und da sehen wir auch schon mal, dieser Ansturmbonus hat hier extrem viel gebracht in dieser Schlacht. 119 sind das nur für den ersten Charge, also das ist schon eine große Menge. Aber das ist ein Sieg für Legacy, das kann man jetzt gar nicht mehr, fast nicht mehr bestreiten, auch wenn die Statistik was anderes sagt, aber der ist eh nie zu trauen. Ich frage mich auch, wo jetzt die Kishinen bleiben. Ja, also. Die müssen auf jeden Fall hin. Oh, hätte hier schon längst drin sein müssten. Also, ja, hätte auch gar nicht aufdecken dürfen, aber nächstes Mal wird das besser machen. Der hat noch Einheiten. Ja, Kishinen sehen wir auch vorhin. Die sind auch also extrem heftig auf Schnelligkeit verbessert, damit sie halt, sind sie extra so verbessert, damit sie halt schnell den Gegner überraschen können, weil das ist ja der Sinn von dieser Einheit, der Überraschungsbonus. Und jetzt müsste er sie auch langsam in Nahkampf ziehen, denn der Nahkampf bringt dann mehr gegen diese Einheiten dort. Aber er lässt sie erstmal beschießen, lässt seine Handgranaten anscheinend werfen. Wie viele Kishinen hat er jetzt? 4, glaube ich. Er hat noch da hinten. Ja. Aber ich glaube, der hatte 3 insgesamt. Also auf der einen Seite 2 und auf der hier 1, aber ich weiß nicht, kann auch 4 sein. Aber auf jeden Fall lässt er die ja jetzt beschießen. Das meinte ich halt, warum ich dir immer sofort deine Nahkampf schicke nach dem ersten Wurf. Weil ihr habt gesehen, wie lange die nachgeladen haben und wie viele Verluste die dabei erlitten haben. Ich kann ja mal kurz nachzählen. Ziehen wir mal 5 ab, so um die 33, also 27 Mann haben die da ungefähr verloren durch. Und dorthin sind nochmal 3 Kishuninja, Stufe 222. Und der General, also die hätte auf jeden Fall besser einsetzen können, auf jeden Fall. Und ich kalkuliere das jetzt erstmal. Wenn er jetzt die Kishuninja an der Seite gelassen hätte und dann angegriffen hätte, hätte er gewonnen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Denn man hat schon gesehen, was alles reingezogen hatte nach vorne. Also er ist sich ziemlich sicher davon ausgegangen, dass dort alles ist und dass er da reinlaufen kann und die dann auch down macht. Und die ganzen Einheiten waren im Nahkampf beschäftigt. Er hätte zum Beispiel von den 3 eine noch unterstützen lassen können mit Granaten und die restlichen in die Fernkämpfer. Und die Fernkämpfer können auch nichts gegen Ninja dort machen. Aber ich kann es auch immer nur empfehlen, in so einer Situation hier meistens nur einmal werfen lassen. Es gibt auch immer andere Situationen, wo man die mehrmals werfen lassen kann, aber sagen wir zu 80% immer nur einmal werfen lassen und dann ab in Nahkampf. Denn die sind ja auch eigentlich auf Nahkampf, sagen wir mal, spezialisiert als auf ihren Fernkampf mit den Handgranaten.
Ja, und er steht da jetzt noch rum. Also das finde ich immer ein bisschen, na, lächerlich nicht, aber ein bisschen unfair von den anderen immer. Die wissen schon, dass sie gewonnen haben und dann stehen sie noch, stehen sie dann noch weiter rum, dann sollen sie noch da wenigstens angreifen. Ja. Aber jetzt kommt auch der Ultimate Gamer an und ja, er jetzt hat der Legacy auch seinen Traum erfüllt. Er läuft über das Wasser, aber so heftig ist das jetzt auch nicht. Was bringt das, wenn er übers Wasser läuft? Verlangsamt. Ach so. Ah, guck, hier bringt fast gar nichts. Jetzt in der Situation. Jetzt werfen die natürlich erstmal wieder ihre Handgranaten, das ist ja wieder klar. Aber da die nicht so eine hohe Nahkampfabwehr haben, wie wir jetzt hier sehen. Okay, doch, 12, das ist doch schon relativ hoch, aber trotzdem. Und trotzdem schnell weg. Ja, zack, da haben wir eben gesehen, was da am Blut gefetzt ist. Und die sind jetzt auch weg, vor allem wegen der Masse von den Naginata-Kriegermönchen. Obwohl, hier trifft auch schon eigene jetzt, in dieser Situation hier. Aber trotzdem, also ich werde auch mal versuchen, so eine Ninja-Taktik zu machen. Ich glaube, jetzt hat er nur seinen General, ja, der General ist dann auch, kann damit Tschüss sagen. Zwei Ninjas. Ja, aber ich meinte jetzt so, die einzige, wo er noch vielleicht was reißen könnte jetzt. Also die können da jetzt noch rüberschicken und in seine Fernkämpfer rein, so würde es ich machen, um allein ja. Den Gegner noch anzupissen. Ja, wenn er jetzt in der A, er bewegt den auch weg. Aber ich finde, dieser Kampf zieht sich ganz schön in die Länge. Ja. Und ja, jetzt von hinten kommen da noch ganz schnell angerusht die Lundenschloss Samurai. Oh ja, das fetzt ganz schön rein hier. Oh ja, die brechen ganz schön auseinander. Also das haut rein. Also jetzt hätte er, wie gesagt, dieses zweite Reihe auch Feuer machen, anmachen müssen. Dann bücken nämlich diese in der ersten Reihe hin, dann können die trotzdem ausschießen und die dahinter auch. Und das ist natürlich viel effektiver in so einer Situation. Dann können da, also bis auf zwei Reihen alle schießen. In der dritten Reihe, die können nicht schießen. Aber wenn man sich dann eine Zweierreihe macht, 45 Mann oder in dem Falle 60, dann geht das. Das ist ja jetzt auch lächerlich, dass er jetzt da wegläuft. Na, jetzt geht er auch in Nahkampf. Ja. Aber da kann er auch nicht mal, glaube ich, viel reißen. Boah. Ja, ne, da kann er nicht mehr viel reißen. Ne, ne, das war ja auch klar, sind auch Lanzen. Logischerweise haben die da fast null Erfolgschance gegen so welche hier. Vor allem die Naginata haben auch immerhin 10 Bonus gegen Kavallerie. Okay, geht natürlich mehr, aber ist schon was. Und Dante Masemune ist... Date ist tot. Ja, der ist ja, auch über den Jordan. Denke ich mal, ist ein Sieg für Legacy. Ja, herzlichen Glückwunsch, Legacy. Ja, mach. Ah, okay. Schade, Ben Thornton. Ultimate Gamer. Und ja, ich hoffe, diese Schlacht hat euch wenigstens wenig gefallen. Auch wenn es so in der Dreiviertelphase von dem Video, sag ich mal, nicht viel passiert ist. Aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem noch das ein oder andere Schmunzeln in dieser Schlacht ins Gesicht zaubern. Und ja, dann verabschiede ich mich und gebe das Endwort dem Kontext. Ja, ich bedanke mich bei Oka, dass ich auch mal hier mitkommentieren durfte. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht so der Beste da drin bin. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.